Ursprünglich im Gastronomiebereich beheimatet, sind die sogenannten Ampelschirme mittlerweile ein beliebter Sonnenschutz in privaten Gärten. Auch Familie Meier-Sande hat sich für zwei der flexiblen Schirme entschieden. Neben Sonnensegeln liegen diese derzeit im Trend. Wichtigstes Kriterium: Qualität und Langlebigkeit. Zwischen 1.500 und 3.500 Euro sollten für das Sonnenschutzsystem investiert werden. Dafür halten die Schirme dann auch Windstärken bis 40 oder 50 km/h stand und sorgen dafür, dass man im Sommer den Schatten genießen kann. Hier hat sich Familie Meier-Sande einfach dafür entschieden, zu sagen, wir nehmen hier die Varianten mit freistehenden Sonnenschirmen, und zwar Freiarmschirme, dass man keinen Mittelstock in der Mitte hat, sondern dass die frei über dem Sitzplatz oder über die beschattende Fläche einfach schweben. So kann der beschattete Raum voll ausgenutzt werden. Die Konstruktion ist die Besonderheit der Ampelschirme. Der Schirmständer ist nicht wie bei den Mittelstockschirmen zentral angebracht, sondern seitlich, was ihn schwenkbar und flexibel macht. Und er kann auf der Terrasse, im Blumenbeet oder im Rasen verankert werden, was ihn unabhängig macht von großen, schweren Steinsockeln. Stolperfalle ade. Wie man zum Beispiel jetzt hier gerade wunderschön sehen kann, sind wir hier im Pflanzenbeet drin. Wir müssen vorab vom Kunden wissen, gehen irgendwelche Leitungsrohre oder irgendwas durchs Grundstück durch, weil da können wir einfach hier zum Beispiel mit einem Schraubfundament das Ganze setzen. Vorteil, wir müssen hier nicht ein großes Loch ausbuddeln erstmal und dann viel Beton und Armierung mit reingeben, das man dann für die Ewigkeit da drin bestimmt hat, sondern wir setzen diese große Schraube einfach in den Boden, hat zum Beispiel hier jetzt knapp so einen Kubikmeter Beton als Ersatz. Auch das Hin- und Herschieben des Schirms mit dem Verlauf der Sonne gehört der Vergangenheit an. Ampelschirme sind durch ein Kurbelsystem für jeden einfach in der Handhabung. Man kann seitlich verdrehen, man kann ihn abneigen, dass man gerade so in Richtung Sonne reinneigt, dass man einfach den Schatten positioniert und der Schatten einem nicht einfach unterm Schirm abhaut. Und das ist halt das Wichtige. Mit solchen Systemen, da bin ich einfach flexibel und kann mich dann immer der Uhrzeit und der Jahreszeit abhängig dann anpassen. Wichtig für jeden, der nach dem richtigen Sonnenschutzsystem sucht, eine Bedarfsanalyse vom Profi. Denn ob Markise, Schirm oder Sonnensegel, ob nur Beschattung oder mit Wetterschutz, am Ende muss der Sonnenschutz zu den eigenen Bedürfnissen passen.